Hans Keller, wir sind am Weihnachtsmarkt Fischb auf dem Marktplatz. Ihr seid jetzt das erste Jahr Organisator. Auf was habt ihr mich achten? Was ich mich geachtet habe, ist, dass wir keine Änderungen machen das erste Jahr, nicht alles auf den Kopf stellen, sondern dass wir die gute Zusammenarbeit, die wir schon von den letzten Jahren hatten mit dem Erwin Leigener, dass wir die weitermachen können. Und das ist bis jetzt gelungen. Was ist für die Mora der Tag durch das Highlight hier auf dem Markt? Für mich ist das Highlight eines der wichtigen, ist in Sempre Avanti. Für mich heute sind die Kinder. Weil mit den Kinderauftritt kommen auch ein Haufen Besucher und das ist doch schön. An welchem Stand hätte hier am Weihnachtsmarkt ihr persönlich am meisten Zeit verbringen? Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Haufen Zeit verbringen. Es gibt jetzt noch Troubleshooting, das eine oder andere muss man noch machen, aber bis jetzt habe ich noch keinen Favorit. Unsere Haupttätigkeit ist eigentlich Kränze verkaufen. Und da würde ich sicher auch gerade ein bisschen meine Präsenz erbringen. Auch der warme Wein ist ja wichtig für uns und die Temperatur stimmt für warmen Wein. Ihr habt ja schon letztes Jahr beim letztjährigen Weihnachtsmarkt hier zu Fischb zum damaligen Organisator über die Schulter schauen. Wie habt ihr die Atmosphäre oder die Stimmung damals wahrgenommen? Ich habe die wahrgenommen am Anfang sehr gedrückt, weil es gelöst hat aus Kibble. Nachher ist es besser gekommen. Und dann habe ich müssen sagen, ich habe eine Stimmung festgestellt von den Helfern und euch von den Besuchern. Eine Stimmung, die für die Behinderten war. Und das ist etwas sehr Dankbares und sehr Schönes. Ihr habt das zuerst einmal organisiert, wie vorher gesagt. Was war die größte Herausforderung jetzt für euch persönlich? Eine ganz grosse Herausforderung ich hatte ein bisschen Angst. Angst, nein. Ich habe einfach mir gut überlegt, wie ist das mit Wein, wo wir erfragen, betteln und Saltgäschen fahren. Weil es war ja ein schlechtes Traubenjahr. Aber ich muss sagen, es hat kein einziger irgendwelche Bedenken gehabt. Selbstverständlich geben wir etwas am Weihnachtsmarkt für Behinderte und das habe ich super gefunden. Jetzt persönlich Weihnachtszeit ist jetzt fast von der Liebe. Mit welchem Tier ihr das am liebsten verbringen? Ja, ich werde das mit der Freude verbringen. Für uns ist es vielleicht nicht ganz so erfreulich, weil leider tut sich der Todestag von unserer Tochter am 6. Dezember nach 10 Jahren oder vor 10 Jahren ist das passiert. Und das, ja, wollen wir halt einfach zusammen sein und zusammenhalten. Danke vielmals, der Wünsche.